Herzlich willkommen im Stadion, sagen Frank Buschmann und Manni Breugmann. Man weiß nie so genau, was passiert im Fußball. Wir hoffen auf spannende Fußballunterhaltung. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir Borussia Mönchengladbach in Zukunft nicht nur in der Bundesliga sehen können, sondern immer mal wieder auch international. Ja, und logischerweise wollen sie auch in den kommenden Jahren im europäischen Wettbewerb spielen. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Und da bekommt er Unterstützung. Alvaro Dominguez. Christoph Kramer. Die verstehen sich blind. Kruse. André Hahn. Ball nicht festhalten. Raphael. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. André Hahn. Subic. Jotake. Joselu. Und nun Leon Andreas. Joselu. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Da gibt es eine große Sehnsucht im Umfeld von Borussia Mönchengladbach an die großen Erfolge aus den 70er Jahren. Natürlich sind die Spieler genauso heiß auf einen Titel. Großartige Leistungen aus den vergangenen Spielzeiten belegt. Ach, da fehlte eigentlich nicht so viel bei diesem Ballschuss. Finde ich gut, dass er sich von da traut. Wuchtig genug war er, der Schuss, aber auch wirklich zu hoch. Bittencourt. Jotake, Hacke. Joselu. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. André Hahn. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Sakai. Stranzl.
Julian Korb. Raphael. Schmiedebach. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Subis. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Subis. Bittencourt. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Links ist alles offen. Joselu. Einwurf. Sakai. Bittencourt. Und jetzt haben sie die Chance. Die Chance. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Kurt. Schmiedebach. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Sofort abgezogen und so hoch. 0:0. Das ist das Ergebnis zur Pause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Kiyotake. Granit Xhaka. Kruse. Granit Xhaka. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Guck mal hin. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Christoph Kramer. Julian Korb. André Hahn. Und nun Leon Andreas. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Und nun Leon Andreas. Guckt sich um, ob jemand mitgeht. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Alvaro Dominguez. Raphael. Schmiedebach. Und nun Leon Andreas. Bittencourt.
Sakai. Marcelo. Schmiedebach. Kann er sich den Ball holen? Gibt Einwurf. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Die wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Gut, Schmiedebach. Schön, er kriegt hier und kriegt hier Unterstützung. Es muss Einwurf geben. Sakai. Schmiedebach. Und nun Leon Andreas. Christoph Kramer. Raphael. Patrick Herrmann. Die verstehen sich blind. Und der Spiel ab auf die Außenposition. Freistoß. Ein Freistoß, Frank. Ich hätte ihn runtergeschmissen. Ja, da hat er riesen Muscle, da hat er wirklich Glück, dass er da nicht gelb-rot sieht. Der Partie. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig. Cool. Super gemacht. Da zeigt sich die Nervenstärke des echten Profis. Solch Strafstoß oft nur eine Frage der Psyche. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Ja, Frank, das muss es doch jetzt eigentlich gewesen sein. Das dürfte wohl keine Verlängerung mehr geben. Da bin ich mir fast sicher. Christian Schulz.
Und wieder ein Fußballspiel vorbei. Der Schlusspfiff des Unparteiischen beendet die Partie. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Bröckmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.